Ich treffe jetzt gleich die Tau-Familie. Die schauen sich nämlich gerade das Schiff an. Und ich bin wirklich gespannt. Die wären ja quasi Kollegen von mir. Herzlichen Glückwunsch. Ihr seid jetzt unsere Tau-Familie von AIDA Nova. Stellt euch doch erstmal vor, wer seid ihr denn? Ich bin der Assad. Ich bin 33 Jahre alt und Bauingenieur. Mhm. So, wer bist du? Adrian? Cool. Und wer ist die kleine Maus da? Sophia. Sophia. Und du bist? Ich bin die Sonja. Wart ihr denn schon mal auf einer AIDA-Reise? Ja, wir waren dieses Jahr auf der AIDA Prima. Und wie hat es euch gefallen? Es war super, gell? Super. Vor allem mit den Kindern. Es war jetzt unsere erste Kreuzfahrt gewesen und es wurde uns von vielen empfohlen, von Freunden und aus der Familie. Und gesagt, ja komm, wir probieren es mal. Und ja, wir sind echt begeistert. Also, und Adrian, hat es dir auch gefallen auf der Prima? Ja, was hat dir denn am besten gefallen? Das Schwimmbad. Das Schwimmbad, cool. Wie habt ihr davon erfahren, dass AIDA eine Tauchfamilie ist? Ich hatte eine E-Mail bekommen, im Newsletter stand es, dass AIDA jetzt die Tauchfamilie sucht. Und hab das dann direkt Assad erzählt, so hier, guck mal, Tauchfamilie, wäre das nicht was für uns? Und ja, und dann stand drin, in der Bild am Sonntag steht, wie man sich bewerben kann. Dann haben wir die gekauft, noch schnell an die Tankstelle geflitzt am Sonntag. Und ja, dann haben wir gesagt, wir versuchen es mal. Und wie ging es dann weiter? Ihr habt also ein Video gemacht und eingeschickt. Genau, und dann wurden wir eingeladen nach Hamburg. Und da haben wir uns natürlich total aufs Casting gefreut. Das war, ja, da habe ich euch kennengelernt zum ersten Mal. Genau, da haben wir auch dich zum ersten Mal kennengelernt. Was ist denn da passiert? Was musstet ihr denn alles machen? Ich erinnere mich eigentlich so richtig erst dran, als wir auf die AIDA gegangen sind. Wir waren ja auf der AIDA Perla. Und dann sind wir ins Kochstudio gekommen und plötzlich waren überall die Kameras. Und dann ging es so richtig los. Dann haben wir den Kapitän kennengelernt und dich und alle anderen. Kurz danach kam der Anruf. Wie war das? Oh, da. Aufregend, auch sehr spannend. Ich habe auch so gezittert am Telefon. Ich dachte, wirklich, sind wir es, dürfen wir das jetzt machen? Und ja, sofort Assad angerufen, meine Mama angerufen. Ja. Ich war total happy und ich habe ihr da natürlich auch gut zugeredet. Ja, hier, das schaffen wir schon alles. Und war richtig schön. Wir sind ja jetzt gerade hier auf AIDA Nova, was ja noch nicht so richtig fertig ist. Was ist denn so der Eindruck? Ja, wir sind ja gerade ein paar Decks hochgelaufen über die Treppe. Ja, ist noch ein bisschen was zu tun. Ja. Aber Großen und Ganzen kann man sich das schon vorstellen, oder? Was man definitiv sieht, ist die Größe, die Dimension. Weil wir sind ja an Bord von der AIDA Prima gegangen. Und da schaut man ja auch und ist schon total überwältigt, beeindruckt von der Größe. Und hier, wenn man jetzt entlang läuft, ist nochmal was ist anderes. Ist schon sehr spannend. Also ich finde auch, man kriegt immer so ein bisschen Gänsehaut, wenn man diese Dimension auch sieht, innen drin auch. Ja. Ja, wir standen ja auch unten. Ja. Unten, und das ist der Hammer. Wenn man von ganz unten hochguckt, unglaublich. Das ist wirklich der Hammer. Ich habe jetzt noch eine ganz tolle Überraschung. Wollt ihr einfach mal mit mir mitkommen? Und wir gucken mal, was das ist. Na los, komm, wir gehen mal alle los. So, komm, wir gehen mal gucken. Und wir gehen mal gucken, was die Überraschung ist. So, kommt mal, das ist jetzt eure Überraschung. Oh, guck mal. Kapitän Boris Becker. Herzlich willkommen. Hallo. Herzlich willkommen an Bord von AIDA Nova. Danke. So, na hier wird ja dann auch die Taufe stattfinden, hier vorne auf der Spitze sozusagen. Dann bedanke ich mich schon mal für das tolle Gespräch, auch für Sophia und Adrian, dass ihr so toll mitgemacht habt. Und wünsche euch noch ganz viel Spaß hier in Papenburg in der Meierwerft auf AIDA Nova. Ja, von mir auch. Und wir sehen uns dann spätestens zur Taufe oder besser schon einen Tag vorher. Ja, genau. Ja, wäre gut. Sogar zwei, glaube ich. Okay, super. Vielen Dank. Ja, gerne. Ja, danke schön. Tschüss. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.